Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Manch einem war es ja nicht geheuer, dass ich die ganze Zeit Eugen Roth vorlese. Ich habe mir gedacht, heute stelle ich euch mal auf die Probe. Wer von euch hat Kinder? Wer von euch hat kleine Kinder? Und wer von euch versüßt seinen kleinen Kindern die Vorweihnachtszeit mit lustigen Geschichten? Ich habe so eine Geschichte für euch, also wenn ihr wollt, könnt ihr heute mal ausnahmsweise eure Kinder vor den Bildschirm holen, also vor das Handy oder dem PC, und könnt zuhören, wie ich diese Geschichte erzähle. So. Gelesen? Wunderbar. Ich fand allein das Bild schon schön. Wo bist du, Weihnachtsmann? Dann legen wir mal los. Es war Herbst im Bärental. Der Wind riss bunte Blätter von den Bäumen und fegte sie zum mächtigen Haufen zusammen. Ich kann, was ihr nicht könnt, jubelte Berti Bär und kletterte auf einen Baum. Dann ließ er sich tief ins Laub fallen. Wolfi Wolf und Willi Wolf guckten zu. Das Laub im Herbst ist einfach toll, rief Berti. Aber der Schnee im Winter ist noch viel toller, sagte Wolfi. Schnee? Berti staunte. Von so etwas hatte er noch nie gehört. Siehst du, sagte Willi, das kommt davon, weil ihr Bären für den ganzen Winter schlafen müsst. Was für ein Unsinn, brummte Berti. Das sagt ihr bloß, weil ihr neidisch seid, weil ihr nämlich nicht so gut klettern könnt wie ich. Am nächsten Tag ließen die drei Freunde ihre Drachen steigen. Bertis Drachen stiegen am höchsten. Na ja, sagte Wolfi, Drachensteigen ist schön, aber noch viel schöner ist es, wenn im Winter der Weihnachtsmann kommt. Da gibt es tolle Geschenke und dann singen wir fröhliche Lieder. Ach, was singen, rief Berti. Ihr Wölfe könnt doch bloß heulen. Da schlafe ich lieber. Am Morgen darauf gingen Berti, Wolfi und Willi Pilze sammeln. Hier und hier und hier, rief Berti. Schaut, wie viele Pilze ich schon gefunden habe. Das gibt ein leckeres Abendbrot. Wolfi und Willi guckten in ihre leeren Körbe. Pilze schmecken ganz gut, rief Willi. Aber die Honigkuchen und Schokoherzen vom Weihnachtsmann, die schmecken noch viel besser. Am Abend bat Berti seine Mama, ihm alles über Schnee, Weihnachten und über den Weihnachtsmann zu erzählen. Also wenn du es unbedingt wissen willst, sagte Mama Bär, im Winter wachsen keine Beeren und Pilzen und draußen ist es sehr, sehr ungemütlich. Der Regen wird vor lauter Kälte weiß und starr und bleibt auf der Erde liegen. Das ist Schnee, sagte Mama Bär. Kluge Leute wie wir Bären kriechen ins Bett und da bleiben wir, bis der warme Frühling wiederkommt. Und was ist mit dem Weihnachtsmann? Fragte Berti. Das wollte ich dir eben erzählen, sagte Mama Bär. Wer keinen Winterschlaf hält, der hat es nicht so gut wie wir. Die anderen müssen im kalten Schnee herumstapfen und damit sie sich in dieser schlimmen Zeit auf irgendetwas freuen können, kommt der Weihnachtsmann und bringt ihnen Geschenke. »Und wie sieht der Weihnachtsmann aus?« fragte Berti. »Ich habe ihn noch nie gesehen«, sagte Mama Bär. »Aber man sagt, er hat einen roten Mantel und einen weißen Bart.« Mama Bär nahm Berti in die Arme. »So«, sagte sie, »und jetzt gehen wir schlafen und singen noch ein hübsches Bärenlied.« »Brumm, brumm, brumm, wir Bären sind nicht dumm. Der Winterschlaf zur Weihnachtszeit macht Bären stark und sehr gescheit. Brumm, 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 wir Bären sind nicht dumm. Winterschlaf zur Weihnachtszeit muss wohl sein, dachte Berti, aber ich will trotzdem den Weihnachtsmann sehen. Und ich weiß auch schon, wie ich das mache. Ich werde vorab schon ganz viel schlafen, dann bin ich zu Weihnachten frisch und munter. Am Morgen darauf hing dichter Nebel über dem Bärenwald. Dann fing es an zu regnen. Es war kalt und ungemütlich. Wolfi und Willi ließen ihre Schiffchen in den Pfützen fahren. Doch Berti blieb im Bett liegen. »Was ist los mit dir?« fragte Mama Bär. »Fühlst du dich nicht ganz wohl?« »Nichts ist los«, sagte Berti. »Ich will nur noch ein wenig schlafen.« »Schlafen? Um diese Zeit?« Mama Bär machte sich Sorgen. Sie rief Dr. Wolf. Er horchte Berti ab und dann schaute er sich seine Zunge an und maß das Fieber. »Der Kleine ist gesund«, meinte Dr. Wolf. »Es liegt wohl am schlechten Wetter. Ich spüre auch schon den Schnee kommen. Zu Weihnachten ist sicher alles wieder gut.« »Zu Weihnachten?« Berti spitzte die Ohren. »Psst«,
flüsterte Mama Bär. Herr Doktor, Sie wissen doch, wir Bären halten Winterschlaf. Ach, natürlich, ihr Bären, sagte der Doktor, Winterschlaf. Muss wohl so sein. Also schlaft gut, ihr beiden. Dr. Wolf beeilte sich, nach Hause zu kommen, denn draußen wurde es langsam richtig kalt. Schwarze Wolken hingen über dem Bärental. Bald würde es zu schneien anfangen. Ein paar Tage später machte Mama Bär die Bärenhütte für den Winterschlaf zurecht. Sie hängte einen Sack Hafer an die Zimmerdecke, damit die Mäuse nicht rankamen. Dann nagelte sie ein Schild an die Bärenhütte, auf dem stand: Bitte nicht stören. Sie sperrte Tür- und Fensterläden zu und gähnte. Jetzt aber, sagte sie und brachte Berti zu Bett. Sie umarmte ihn und gab ihm einen dicken Gute-Nacht-Schmatz. Schlaf gut, mein Schatz, und bis zum Frühling. Mama Bär ging hinaus, kam aber gleich wieder zurück. Ach, hast du vielleicht den Wecker irgendwo gesehen? Berti gab keinen Mucks von sich. Oh, mein Kleiner schläft schon, flüsterte Mama Bär. Macht nichts, ich brauche keinen Wecker, die Frühlingssonne wird uns schon aufwecken. Mama Bär ging leise aus dem Zimmer. Unter meinem Bett, da habe ich den Wecker versteckt, kicherte Berti leise. Und wenn Weihnachten kommt, weckt er mich auf. Und dann schlief Berti ein. Draußen im Bärental fielen dicke, weiße Flocken. Es wurde sehr still und sehr weiß und sehr friedlich. Der kleine Bär schlief tief und fest und sehr lange. Plötzlich rasselte der Wecker los. Vor Schreck wäre Berti fast aus dem Bett geplumpst. Was für ein Lärm! Schnell stellte er den Wecker ab. Hoffentlich hatte Mama Bär nichts gehört. Aber nein, alles blieb still in der Bärenhütte. Alles, was Berti hörte, war das leise Schnarchen von Mama Bär. Berti stieß die Fensterläden auf und schaute hinaus. Was für ein Wunder! Jemand hatte eine dicke, weiße, flauschige Decke über das gesamte Bärental gezogen, so dick und weich wie ein Federbett. Das also war der Schnee. Und wo Schnee war, dachte Berti, da konnte ja auch der Weihnachtsmann nicht weit sein. Berti wickelte sich den Schal um, öffnete die Tür und trat hinaus in den hellen, weißen Schnee. Er lauschte. Nichts war zu hören. »Ich will dem Weihnachtsmann ein Stück entgegenlaufen«, dachte Berti und stapfte den Hügel hoch. Mit jedem Schritt machte er kleine, tiefe Bärenstapfen. Der Schnee fühlte sich flauschig an, aber er war nicht so warm wie ein Federbett. Er war sogar ziemlich kalt. Merkwürdig. Endlich war der kleine Bär oben auf dem großen Hügel. Von hier aus konnte er weit ins weiße Bärental sehen. Berti guckte in alle Richtungen. Wo war nur der Weihnachtsmann? Da spürte er etwas Kaltes, Nasses auf der Nase. Eine Schneeflocke und noch eine. Überall tanzten Schneeflocken vom Himmel herunter und Berti tanzte mit, bis ihm schwindelig wurde. Er sang ein hübsches Schneelied. Brumm, 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 ich bin doch nicht dumm. Ich suche jetzt den Weihnachtsmann, dort, wo man ihn finden kann. Brumm, 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 ich bin doch nicht dumm. Als das Lied zu Ende war, konnte Berti vor lauter Schneeflocken nichts mehr sehen. Weihnachtsmann, rief er, kannst du mich hören? Doch kein Weihnachtsmann antwortete. Alles blieb still rundherum. Der Schnee rieselte vom Himmel. Berti wartete und bekam kalte Füße. Dann bekam er Hunger und schließlich bekam er es mit der Angst zu tun. Denn langsam wurde es dunkel. Wie soll ich nur den Weihnachtsmann finden, seufzte Berti. Ich will lieber nach Hause, bevor es ganz finster ist. Der kleine Bär rutschte den Hügel hinunter und lief seiner Spur nach, aber der Schnee fiel und fiel und bald waren die Bärenstapfen zugedeckt. Jetzt wusste Berti nicht mehr, wo er war und wo die Bärenhütte lag. »Hilfe«, rief der kleine Bär, »ich will nach Hause.« Er blieb stehen, lauschte in die dunkle Nacht. Nichts war zu hören, nur ein fernes, leises Heulen. Ob das vielleicht Wolfi und Willi waren? Nein, das war bloß der Wind in den Bäumen. Aber dann hörte Berti ein feines Klingeln. Im Schnee tauchte eine Kutsche auf. »Hallo, hallo«, rief der kleine Bär, so laut er konnte. »Bitte warte auf mich.« Der Kutscher zog die Zügel an und drehte sich um. Er war von oben bis unten in eine dicke Decke gepackt. Berti sah nur sein freundliches Gesicht mit den blitzblauen Augen. Der kleine Bär lief näher. Er staunte. Die Kutsche hatte gar keine Räder. Sie rutschte auf Kufen durch den Schnee.
Eine große, mit Sternen bemalte Plane bedeckte den Wagen und vorne standen große Tiere mit mächtigen Geweihen. »Hallo, Berti«, rief der Mann. »Wo kommst du her? Sollten kleine Bären um diese Zeit nicht schlafen?« »Ja, eigentlich schon«, murmelte Berti verlegen. »Aber ich wollte den Weihnachtsmann suchen, und jetzt finde ich nicht mehr nach Hause.« »Dachte ich's mir doch«, rief der Kutscher. »Dann komm mal zu mir herauf und halte dich gut fest.« Staunend kletterte Berti hoch. »Hoho«, rief der Kutscher, und die Tiere zogen mächtig an. Schon flog der Schlitten hoch in die Luft. Berti erschrak. Das Bärental lag so tief unter ihnen. »He, wohin fahren wir denn?« rief er ängstlich. »Zu dir nach Hause natürlich«, rief der Kutscher. Und schon schwebte die Kutsche wieder zu Boden und landete direkt vor der Bärenhütte. Der Mann sprang vom Kutschbock und warf die Decke ab. Jetzt sah Berti den roten Mantel. »Du bist der...« stotterte der kleine Bär. »Natürlich bin ich's«, flüsterte der Weihnachtsmann. »Aber jetzt leise, sonst wacht deine Mama auf.« Er zog die Plane vom Schlitten und da sah Berti Pakete und Geschenke und Päckchen. »Und jetzt darfst du dir was wünschen«, sagte der Weihnachtsmann. Berti überlegte. »Für mich Honigkuchen und Schokoherzen, bitte«, sagte er. »Und für Mama Schokoherzen und Honigkuchen.« »Schön«, sagte der Weihnachtsmann und begann zu wühlen. Er zog zwei Pakete heraus. Gemeinsam trugen sie die Geschenke in die Bärenhütte. »So, jetzt muss ich aber weiter«, flüsterte der Weihnachtsmann. »Wolfi und Willi warten schon auf mich. Und weißt du was? Nächste Weihnachten bleibst du schön im Bett. Dann bringe ich euch die Geschenke, aber nur, wenn alles schläft. Einverstanden?« »Einverstanden«, murmelte Berti. Durchs Fenster sah er dem Weihnachtsmann zu, wie er auf den Kutschbock kletterte. Dann sauste der Schlitten davon, dass die Funken sprühten. Bald zog nur noch ein Lichtpünktchen über den Himmel. Oder war das ein Stern? Berti war viel zu müde, um darüber nachzudenken. Er tapste in sein Zimmer, versteckte die Pakete in seiner Spielzeugkiste und kroch ins Bett. Und er schlief und schlief. Als der kleine Bär aufwachte, war es hell. Es duftete nach Blumen. Die Vögel zwitscherten. Mama Bär hatte die Fensterläden aufgestoßen. »Guten Morgen, mein Kleiner«, rief Mama Bär und küsste Berti auf die Nase. »Aufstehen! Frühling!« »Frühling?« Berti rieb sich die Augen und gähnte, dann rief er, »aber der Weihnachtsmann war da!« »Die Mäuse waren da«, rief Mama Bär aus der Küche. »Schau, was sie mit unserem Sack Hafer gemacht haben, den Bindfaden abgebissen und den Hafer aufgefressen. Was sollen wir denn jetzt frühstücken?« »Honigkuchen und Schokoherzen«, rief Berti und lief zur Spielzeugkiste. »Und Schokoherzen und Honigkuchen.« Dann erzählte er Mama Bär die ganze Geschichte. »Und nächstes Jahr«, sagte Berti, »kommt der Weihnachtsmann wieder.« »Ja«, sagte Mama Bär, »aber nur, wenn wir schlafen.« Wenig später guckten Wolfi und Willi zum Fenster herein. Sie schnupperten. »Komisch«, riefen sie, »bei euch riecht es ja wie Weihnachten.« Mama Bär und Berti zwinkerten einander an. »Wir Bären feiern Weihnachten immer etwas später«, sagten sie. »Wusstet ihr das nicht?« Ja, und ich zeige euch nochmal diesen wunderhübschen gezeichneten Bären, der hier durch den Winterwald tapst. Und ich hoffe, ihr tapst nicht durch den Winterwald, sondern ihr liegt jetzt auf eurem Sofa oder in eurem Bett. Und ich wünsche euch von Herzen einen schönen zweiten Advent und eine gute Nacht.